Hallo und herzlich willkommen, liebe VRC-Pro-Freunde, liebe RCK-Freunde. Ich bin der Zapp mit meinem Let's Play VRC-Pro. In der letzten Folge haben wir uns auf der Strecke in Naxos, die liegt in Italien, die Zähne ausgebissen. Ich glaube, wir haben überhaupt keine einzige brauchbare Runde hinbekommen. Das soll sich jetzt ändern. Ich habe euch versprochen, wir gehen nach Deutschland mit der nächsten Strecke. Und wie kann es anders sein? Wir nehmen den Rhein-Main-Circuit. Liegt in Frankfurt in der Ecke. Und ja, ich bin schon real auf dieser Strecke gefahren und habe also den direkten Bezug zwischen Simulator und Realität. Wir fahren wieder mit unserem 1:8 Elektro und ich weiß tatsächlich nicht, lass uns doch mal eben gucken, ob das in den Streckeninfos hinterlegt ist. Bischofsheim, Rhein-Main, Track Germany, klar, aber aus welchem Jahr das Streckensetup ist, das weiß ich jetzt nicht. Das müsste so 2005, 2006, vielleicht auch 2007 gewesen sein. Da müsste dieses Setup relevant gewesen sein. Okay, gut. Wir fahren wieder ein Training. So, ich zeige euch jetzt kurz in einer ruhigen Fahrweise. Ich hoffe, Welcome to this track. Enjoy your racing. Dankeschön. Ich muss mal eben gucken, ob ich meine Hand ein bisschen anders nehmen kann. So ist in Ordnung. So, also hier gibt es einen schönen Sprung. Den kann man in einem nehmen. Man muss nur hoffen, dass man nicht zu weit springt, weil hier geht es dann direkt in diese S's rein. Hier hinten, das ist heute nicht mehr so. Heute ist da, glaube ich, irgendwie so ein Sprungtable, den man da rauf und wieder runter springen muss. Ob das hier noch ist, weiß ich gar nicht. So, das ist noch so einigermaßen, glaube ich. Das auch. Das war auch so. Das ist so geblieben hier. Und auch das Oval hier, das müsste eigentlich auch noch erhalten sein. So, und hier da hinten ist es anders geworden. Da fährt man auch hoch jetzt und dann irgendwann wieder runter. Und dann geht's hier Richtung gerade. Lap 156.01 seconds. Ja, und wenn man nicht bremst, passiert das. Okay. Ich habe das Gefühl, dass die Strecke in Realität ein ganz kleines bisschen schwieriger ist als im Simulator. Ich habe im Übrigen das Gefühl, dass das ganze RCK-Fahren ein bisschen schwieriger in Realität ist als im Simulator. Das mal davon abgesehen. Weil in Realität hat man so viele Sachen, dann ist man, hängt mal hier ein Teppich raus. Lap 249.59 seconds. Oder da ist ein Loch reingefahren, ja, oder die Witterungsverhältnisse sind anders. Also das gibt es ja hier im Visualisierer, hätte ich schon fast gesagt. Im Simulator nicht. Aber er kommt dem Ganzen schon recht nah. Und sich mal auf ein Streckenlayout einzuschießen, würde ganz gut funktionieren. Aber dafür gibt es eigentlich zu wenig Strecken hier, die man hier im Simulator trainieren kann. Lap 342.46 seconds. So. Wir kutschieren hier mal ein bisschen durch die Gegend. Noch fahre ich nicht am Limit. Muss man ein bisschen hier auf die ganze Situation einlassen. Das ist beim Elektrofahren, kann man dieses Omega schön mit Halbgas durchziehen.
Hier hinten auch. Ich bin seinerzeit, als ich hier gefahren bin, 39.36 seconds. Verbrenner hier gefahren. Und schon damals, 2007 oder 2008 war ich hier, galt die Strecke als ziemlich schwierig. Wenn man sie konnte, oder wenn man sie kann, macht die total viel Spaß. Aber hier trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Die einen haben sie geliebt, die anderen haben sie gehasst. Und dazwischen gab es lange nichts. Lap 540.83 seconds. So, schön mit Halbgas darüber, damit wir nicht mit dem Elektro so weit springen. Mit dem Verbrenner muss man da, glaube ich, mit Vollgas drüber. Zumindest je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit man da ankommt. Ups. Ja, ja, das war klar. Das war klar, wenn man da auf die Curbs fährt. Ups. Grip hat man hier keinen. Das ist aber auch in der Realität so, dass man, naja. Lap 645.71 seconds. Immer zwischen ich habe keinen Grip und ich habe relativ guten Grip. Da hat man eigentlich immer geschwankt. Ups, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Takt. So. Jetzt gucken wir mal eben gleich. Lap 741.41 seconds. Jetzt haben wir uns ja so eingegroovt hier. Jetzt könnten wir doch eigentlich mal gucken, wenn ich mal jetzt mal ein paar schnelle Runden reinstreuen können, oder? Die Strecke lebt vom Rundfahren. Lap 838.7 seconds. Also vom flüssig um die Kurven fahren. Davon lebt die Strecke. Ja, ein bisschen sehr eng, oder? Und wer die letzte Folge von mir gesehen hat, wie ich da in Italien um die Strecke gehampelt bin, der kann mal sehen, wie unterschiedlich das ist. Und wie unterschiedlich. Lap 938.68 seconds. Ja, ich erzähle hier noch munter nebenbei. Ja, fahre eine Bestzeit nach der anderen. Und in Italien habe ich keine einzige Runde zusammengekriegt. Weil die Strecke mir einfach nicht liegt. Und ich sage euch, in Realität liegt mir diese Strecke auch nicht. Ich konnte die nie zu meinen Lieblingsstrecken im Rennkalender zählen. Lap 1039.1 seconds. So. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen schneller werden können. Lap 1138.44 seconds. Immer wenn die Leute klatschen, jetzt habe ich mal einen Fehler gemacht, habe ich im Übrigen eine Bestzeit gefahren.
Da kann man immer akustisch ganz gut nachvollziehen, welche Runde gut war oder welche nicht. Oder ihr guckt einfach auf die rechte Seite. Das könnt ihr machen. Bei mir ist es schwierig. Ich wollte auch in meiner praktischen Zeit meine Zeiten nie wissen. Und auch meine Zwischenstände und meine Positionen im Rennen wollte ich nie wissen. Das hätte mich einfach immer nur nervös gemacht. Hey, du führst Lap aber ganz 12, kurz. Du führst aber ganz kurz hinter dir ist der zweite. Hätte ich gar nicht wissen wollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, kriegen wir noch eine schnelle Runde hin? Lap 13, 38.51 seconds. Ups, jetzt bin ich da ein bisschen zu früh. Ja, die will er nicht zählen. Okay, da habe ich ein bisschen zu viel abgekürzt. Ja, ich gebe es dazu. Ich gebe es dazu. Herr Rennleiter, haben Sie ja recht gehabt. So, mal gucken, welche Strecke wir nächste Mal fahren, in der nächsten Folge. So langsam gehen wir die einfachen Strecken aus. Es sind nur noch richtig... Lap 14, 46.49 seconds. Richtige, schwierige Strecken im Rennkalender hier. Ja, das war klar. Wenn man so blöd abspringt, da kommt man auch so blöd auf. So. Okay, machen wir noch eine. Eine Runde machen wir noch. Ja, und jetzt habe ich mich da. Jetzt habe ich mich da verquatscht. Lap 15, 46.54 seconds. Lap 16, 38.38 seconds. Schnelle Runde. Ein bisschen gehakt. Lap 17, 37.66 seconds. Hat noch gereicht. Lap 18, 38.31 seconds. Knapp nicht mehr. So, meine Freunde. Ja, die Strecke hat doch ein bisschen besser geklappt hier. Rhein-Main-Circus. Das habt ihr die auch mal gesehen? Eine Strecke aus dem deutschen Rennkalender. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv sind. Bischofsheim.
In der nächsten Folge gucken wir mal, werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen, eine bisschen. You must press the space bar or the lap will not be counted. Ja, ja, jetzt lass mich doch hier in die Boxengasse fahren und dann ist auch gut. Lieber Zeitnehmer. So. Ja, in der nächsten Folge mal gucken, was wir da für eine Strecke machen. Erstmal bis hierhin. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Die Strecke war jetzt ein bisschen besser. Ich kann sie auch ein bisschen besser. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Oder drückt auf den Abo-Button. Ich bin raus, euer Zappel.